schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie hören mich alle einigermaßen. Also, nehmen Sie sich noch Getränk, bevor es richtig losgeht. Ich mache nur eine ganz kurze Begrüßung. Ich bin Inga Paus von Microsoft und kümmere mich bei uns hier um das ganze Thema gesellschaftspolitisches Engagement. Und da ist unter anderem das Thema Bildung natürlich ein ganz wichtiger Punkt auf der Agenda. Ich freue mich total, dass das heute Abend geklappt hat, dass wir hier das erste Mal, wie ich gerade auch wieder gelernt habe, den Ad-Chat als Tweet abmachen. Das ist sozusagen eine Premiere, weil normalerweise findet das zwar als Live-Event statt, aber nicht auch physisch, um sich mal zusammenzutreffen und auch wirklich auszutauschen. Also insofern toll, dass das ausgerechnet hier stattfindet. Sie fragen sich vielleicht, was Microsoft da für ein Interesse dran hat. Es gibt eine kleine Vorgeschichte. Die Lena-Sophia Müller und ich haben uns vor ein paar Monaten darüber unterhalten, wie man das ganze Thema Coding eigentlich in die Schulen kriegt, weil auf der Agenda der Kultusministerkonferenz ist das definitiv noch nicht, jedenfalls nicht weit oben. Und uns interessiert vor allen Dingen auch aus Microsoft-Sicht und sicher auch die Branche, wie kriegt man das eigentlich aus der Nerd-Ecke raus, das ganze Thema, wie kriegt man es aus dem Computerraum raus und mit in den Schulunterricht als Querschnittsthema. Und wir werden unter anderem auch ein ganz tolles Beispiel heute sehen, wie man das im Unterricht auf eine sehr, sag ich mal, auf eine unterhaltsame Art und Weise auch einsetzen kann. Und das zeigen uns Mimi und Laura, die extra aus Köln hingekommen sind. Und ich darf verraten, Sie haben dafür eine Reise nach London extra aufgegeben, weil Sie das dann doch spannender finden. Das nenne ich mir echt Commitment, wie wir das so schön sagen. Insofern, ich freue mich auf eine ganz tolle Diskussion. Ich denke, wir werden da einiges daraus auch ziehen können und lernen und werden das auch versuchen, ein Stück weit für alle, die sowohl beim Twitter-Chat als auch hier dabei sind, nochmal auf eine gute Art und Weise aufzubereiten. Ja, und damit übergebe ich an Lena-Sophia Müller und André Spang. Schön, dass ihr hier seid. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein können. Sie haben jetzt schon ganz viel gesagt, deswegen brauche ich gar nicht mehr so viel sagen. Ich freue mich, dass Sie alle hier vor Ort sind und spannend mitdiskutieren werden, hoffentlich nachher, und auch am Chat teilnehmen werden. Im Vorfeld freue ich mich aber sehr, dass André Spang aus Köln da ist und mit uns nochmal ein bisschen am Anfang den fachlichen Impuls uns nochmal gibt, so ein bisschen sagt, wo stehen wir denn eigentlich, was diesen ganzen Bereich Coding oder Programmieren in der Schule angeht, und dann auch nochmal wirklich den praktischen Bezug von euch beiden. Freue ich mich sehr. André, vielleicht fangen wir direkt an. Mich würde nämlich interessieren, wie ist denn die Situation jetzt eigentlich? Also wie ist der aktuelle Stand im Bereich Programmieren in den Schulen? Gibt es da vielleicht schon irgendwelche Studien, wo man darauf eingehen kann? Oder was kann man eigentlich so ganz allgemein zum Thema sagen? Müssten wir eigentlich die Schüler fragen, habt ihr eigentlich Informatik? Ist mir gerade vorhin so eingefallen. Nein. Nee, also, habt ihr gar nicht, ne? Ich hatte mich vorher noch nicht so damit beschäftigt, ja, um ehrlich zu sein, und war auch mein Interesse noch nicht so weg, bis ich es dann ausprobiert habe. Also das spiegelt vielleicht auch so ein bisschen das Bild wieder. Erstmal auch von mir herzlich willkommen. Ja, also ich glaube, oder zumindest habe ich gelesen, in Bayern und in Sachsen, das sind, glaube ich, die einzigen Bundesländer, wo das mehr oder weniger verpflichtend ist, das Fach. Mhm. Und ansonsten wird es immer mehr ausgedünnt und ist halt auf freiwilliger Basis. Und aufgrund des Nerd-Images wird es dann vielleicht auch nicht gewählt. Also die beiden haben zum Beispiel nicht gewählt, haben aber trotzdem, wie wir später ja sehen werden, einen Roboter programmiert. Und ja, also ich gehe da irgendwo, ich bin ja Musiklehrer und Religionslehrer, jetzt nicht unbedingt der IT-Experte. Ich komme eher von dem Making-Gedanken und versuche im Unterricht möglichst viele Sachen zu machen, auch mit Technologie und die Schüler da ranzuführen. Und genau, ich denke, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, dass man aus dieser Ecke rauskommt. Man könnte jetzt auch polemisierend sagen, Deutschland erzieht digitale Analphabeten. Um das mal so in den Raum zu werfen, ist ja vielleicht auch ein bisschen was dran. Ich war jetzt gerade, bin gestern zurückgekommen aus Brasilien. Da denkt man, ach, Brasilien, naja, technologisch nicht so auf dem ersten Stand, und war da in der Schule, in der deutschen Schule. Da haben die Schüler alle Laptops gehabt und machen Projekte mit MIT. Und wenn ich mir das vorstelle, wie das bei uns ist, da ist das schon ein bisschen anders. Es gibt aber viele Einzelaktionen, zum Beispiel der Chaos Computer Club geht an die Schulen. In Studien, zum Beispiel von der Bitkom, Branchenverband, sieht es so aus, dass die Eltern sich das eigentlich wünschen. Irgendwie 63% der Eltern sprechen sich dafür aus. Die Lehrer wünschen sich es auch, 73% sogar, also recht viele. Aber der Stand an den Schulen sieht so aus, dass noch nicht mal die Hälfte einen Internetanschluss haben und theoretisch dann auch natürlich auch keine technologische Ausstattung. Ja, das ist so
der Stand der Dinge. Stand. Ja, jetzt haben wir natürlich die digitale Agenda gehört und die Politik versucht da was zu machen, aber ich glaube, da ist noch ganz viel zu fahren, bis Land in Sicht kommt. Also das heißt, Programmieren ist noch nicht so richtig angekommen, aber du hast so ein paar Gründe schon genannt, aber was sind die Hauptgründe? Also warum spielt es aktuell noch keine Rolle? Also da gibt es ganz viele Gründe. Eins habe ich schon genannt, wäre die Infrastruktur, ist natürlich das Wichtigste. Also wenn man sich jetzt mit den Kollegen unterhält und sagt, pass auf, wir müssen da was machen, vielleicht auch in den Fächern, dann sagen, ja, schöner Wunsch, aber wie? Wenn wir dann aber bei den Kollegen gleich mal bleiben, ist natürlich ein wichtiger Punkt, die Lehrerausbildung natürlich. Das ist das Zweite, was die Kollegen mir dann sagen würden, wie soll ich was unterrichten, wo ich keine richtige Ausbildung drin habe. Wenn man jetzt anguckt, was da läuft, gut, bei mir ist es schon etwas länger her, dass ich jetzt studiert habe, aber wir haben immer ganz viele Referendare an der Schule und da ich so ein bisschen im Bereich Technologie dann viele Sachen mache, kommen die auch zu mir und dann kriegt man halt auch mit, was die in der Ausbildung machen. Und Medien sind da zwar immer Thema, aber eigentlich als Inhalt, ne? Also nicht konstruktiv. Mhm. Sie werden auch nicht wirklich gelebt. Sie sitzen alle mit Papier da, die kriegen im Seminar Papier ausgedruckt. Und wenn ich jetzt dran denke, Medien muss man auch irgendwo einfach, so wie wir es ja auch tun, in unser tägliches Tun integrieren, damit wir damit entspannt umgehen. Und gerade in der Schule, in einer Unterrichtsstunde, ist es alles andere als entspannt. Und wenn dann die Medien nicht funktionieren, dann will man das sowieso gleich nicht. Also Infrastruktur, Lehrerausbildung. Dann haben wir erfreulicherweise auch die Schulverlage heute hier vertreten. Finde ich ganz super. Die kriegen jetzt direkt Prügel. Die Schulverlage versuchen da natürlich auch was zu tun. Aber die sind, glaube ich, meines Erachtens da auch in so einem Dilemma. Denn ich stelle mir vor, ich hätte einen Schulverlag, würde digitale Medien produzieren und würde die versuchen zu verkaufen. Und in der Schule werden überhaupt keine Geräte, wo die genutzt werden können. Das sieht schwierig aus. Das heißt, die Schulverlage forcieren nach wie vor die Bücher. Die werden genutzt. Die werden auch immer wieder neu aufgelegt. Und ich habe mich neulich auf der Buchmesse, auf der Didakt, da haben wir uns ja auch getroffen, unterhalten mit einem Herrn, der bei Cornelsen tätig ist, er sagte mir so Prognose, 10 Jahre und dann wird das mal langsam wirklich elektronisch werden. Das fand ich natürlich schon bitter. Aber wenn man sich das so klar macht, wie sieht überhaupt die Ausstattung, die Nutzungsrealität aus, dann kann ich das natürlich nachvollziehen. Und auf der einen Seite muss ich dann doch sagen, habe ich mir jetzt aktuell das Religionsbuch in die Hand genommen, ganz neu aufgelegt, Verlag verrate ich jetzt nicht, einer der Großen halt, und da stand dann drin, Arbeitsauftrag im Religionsbuch, macht ein Interview und nehmt es mit dem Kassettenrekorder auf. Das fand ich dann wirklich, das ging irgendwo gar nicht. Das habe ich dann schnell wieder zugemacht, das Buch. Und habe dann das benutzt, was ich immer noch benutze. Das ist noch aus meinen Referendarszeiten. Das ist ein gutes Buch. Das gibt es übrigens immer noch. Das ist neu aufgelegt, aber die Inhalte sind ja die gleichen. Aber da muss ich natürlich auch was bewegen. Ne? Wir haben andere Länder, die stellen freie Bildungsmaterialien den Schülern und den Lehrern zur Verfügung. Auch das Thema ist ja bei uns jetzt angekommen in Deutschland. Das ist ganz wichtig. Und auch die Schulverlage gehen zu den Veranstaltungen hin, unterhalten sich mit den Leuten aus der Ecke freie Bildungsmaterialien, aber da ist auch noch einiges zu beackern. Mhm. Ja, das Letzte sind vielleicht auch die Schüler, die wir mir ja gleich noch auch befragen, weil auch da erlebe ich dann natürlich, dass die zwar die digitalen Geräte nutzen und sich im Internet bewegen, aber doch vielleicht auch keine Nutzungskompetenzen haben. Ne? Woher auch? Sie sind eigentlich alleingelassen, das finde ich eigentlich das Schlimmste daran. Die Eltern wissen nicht, was sie tun, weil die kommen auch noch aus einer anderen Generation. Die Lehrer wissen es nicht und die Schüler sind da und werden aber eigentlich noch ausgebildet wie vor 100 Jahren. Also durchaus ein komplexes Feld und viele Hürden, die noch zu nehmen sind. Ich finde es sehr schön, du hast es angesprochen, dass wir die Schulbuchverlage hier vor Ort haben. Das ist ja auch unser Ansatz seitens der DN20 zu sagen, wir wollen die verschiedenen Akteure zusammenbringen und wir haben in verschiedenen Formaten da schon gesprochen und ich weiß, dass auch seitens der Schulbuchverlage viel an uns zum Beispiel herangetragen wird und gesagt wird, naja, es sind halt auch dann teilweise die rechtlichen Rahmenbedingungen, die es uns schwierig machen, digitale Inhalte zur Verfügung zu stellen. Von daher glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man da in den Dialog kommt, weil ich glaube, uns allen ist bewusst, dass wir in Deutschland digitale Medien in die Schule hineinbekommen müssen. Mhm.
Jetzt aber dann die Frage, wie ist denn jetzt der Weg zum Ziel? Also du hast gerade schön beschrieben, wo du glaubst, wo wir eigentlich hinkommen müssen, wie müsste denn die ideale Situation in den Schulen aussehen? Vielleicht aus deiner Sicht als Musiklehrer und Religionslehrer, aber auch mit dem Blick in dein Kollegium. Was denkst du, wäre so ein Idealbild, wie wir Programmieren in die Schulen integrieren könnten? Das ist jetzt die Preisfrage. Ja. Genau, also was ich jetzt aufgezeigt habe, sieht natürlich so aus, als ob man das irgendwo gar nicht in den Griff kriegt. Also wichtig ist, glaube ich, dass man schon bei der Infrastruktur anfängt, vielleicht darüber nachdenkt, wie die Schüler ihre Geräte einfach nutzen können, die sie schon haben, sprich WLAN, so wie wir jetzt hier ein WLAN haben. Und natürlich dann wohl mit den Kultusministerien müsste man reden, denn da passt es ja am Ende auch nicht wirklich zusammen, wenn man jetzt mal anguckt. Zum Beispiel in meinem Unterricht, ne, dann arbeiten wir ganz normal mit den Sachen. Aber wenn jetzt die beiden Abitur machen wollen bei mir, dann muss ich schon gucken. Dann ist das Abitur natürlich eine One-to-One-Prüfung und die müssen eine Klausur schreiben mit Stift und Papier. Also da passt dann nicht mehr, ne, das Rad. Die können das dann zwar, weil die das natürlich im Unterricht die Inhalte genauso gelernt haben, aber auf einem anderen Weg. Aber ich finde, irgendwo ist da so eine Bruchstelle. Mhm. Und, lass mich einmal nachfragen. Das heißt, dass du sagst, als Lehrer ist eine Schwierigkeit, selbst wenn du Programmieren einsetzen willst oder digitale Medien einsetzen willst und dann aber die Prüfung sozusagen vorgegeben noch analog ist, ist es für dich eigentlich eine geringe Motivation, weil du die Schüler vorbereiten musst, die Prüfung ohne digitalen Medien. Also eine Motivation ist bei mir trotzdem unbedingt, weil ich meines Erachtens kann einfach sehen, dass die Schüler dabei mehr lernen, dadurch, dass sie einfach machen. Wenn sie Internet nutzen können, können sie ganz viele Sachen, wie die beiden auch selber herausfinden und tun. Und dabei lernen sie am besten. Das wissen wir auch alle. Wenn wir was erklärt bekommen, können wir es noch lange nicht. Wenn wir es selber wirklich herausgefunden und gemacht haben, dann verinnerlichen wir es. Und natürlich durch Routine. Und trotzdem passt ja irgendwo das nicht und deswegen denke ich, müsste diese ganze Prüfungssituation, ich meine, wenn wir jetzt Norwegen gucken, die machen die Prüfungen auf Laptops, da hat jeder Schüler einen Laptop. Ne? Will jetzt nicht heißen, dass wir einfach jetzt Laptops in die Schule geben und ein bisschen die Prüfung ändern, aber das ist dann wird das zumindest mal ein Weg, den man sehen kann, der sich da abzeichnet. Ne? Aber wie gesagt, die Lehrpläne, wenn ich mir die angucke, da steht drin, im Schulgesetz NRW habe ich nur noch rausgesucht, die Schüler sollen also sicher und verantwortungsbewusst mit Medien umgehen. 2010 haben die das schon da reingeschrieben, aber das ist irgendwo so ein Satz auf dem Papier. Ne? Auf dem Papier. Genau, also ich finde, wenn wir in einer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zurechtkommen wollen, dann müssen wir einfach digitale Medien, da müssen wir nicht mehr drüber diskutieren, die müssen wir nutzen, konstruktiv damit umgehen. Natürlich auch kritisch einen Blick drauf halten, das ist ja, steht ja außer Frage. Aber indem wir es nicht tun, kommen wir da nicht weiter. Das heißt, Weg zum Ziel, wie kommen wir deiner Meinung nach dahin? Infrastruktur habe ich mitgenommen, ja. Lehrerbildung. Ja, ein bisschen Mut. Ein bisschen Mut. Ja, und den Weg, den wir jetzt gehen, das werden die beiden ja auch gleich so ein bisschen erzählen, dass man so ein bisschen aus der Maker-Ecke rauskommt. Das finde ich ganz spannend. Kannst du das erklären, Maker-Ecke? Also genau, es gibt, wenn man mal guckt, aus Amerika kommt so eine Maker-Welle, das nennt sich Makerspaces und da gibt es tatsächlich an den Schulen solche Makerspaces, wo die Lerner einfach irgendwas konstruieren. Das muss ja nichts mit Technologie sein, aber die Technologie kann man natürlich da sehr gut integrieren und Sachen damit machen. Und indem man das Internet nutzt, sich Tutorials anguckt, dann kann man ja eigentlich alles Mögliche dann machen. Und da müssen wir vielleicht hin, denn ich glaube, unser Schulsystem, habe ich ja eben schon gesagt, ist noch so aus der Tradition von der industriellen Revolution. Aber wir sind jetzt in der digitalen Revolution und da müssen wir das Rad einfach ein bisschen in eine andere Richtung drehen. Und ja, das. Welchen Weg seid ihr denn an der Kaiser-Augusta-Schule gegangen? Du hattest, glaube ich, berichtet von einem Projekt, dass ihr auch Junior Experts ausbildet. Vielleicht genau. Kannst du da so ein bisschen schon mal zu sagen? Das ist konkret so ein Maker-Projekt. Die Stadtbibliothek in Köln, die haben also ein Makerspace. Da gibt es also 3D-Drucker, es gibt 3D-Scanner, es gibt Robots und Tablets und die bieten das also an für Bürgerinnen und Bürger in Köln und die haben halt mitbekommen, dass wir sehr viel mit digitalen Medien im Unterricht machen
und haben mich dann angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dass Schüler eben da Workshops anbieten und ihr Know-how einfach an Bürgerinnen und Bürger weitergeben. Also da wird zum Beispiel irgendwie, die Großmutter kriegt ein Tablet geschenkt und weiß nicht, wie sie damit umgehen kann, und dann sind meine Schüler da und zeigen ihr, was sie da im Internet machen kann oder wie sie damit Musik machen kann oder sowas. Und das ist eigentlich ganz spannend, finde ich. Erstmal die Generationen kommen zusammen, die lernen unheimlich viel dabei und Spaß haben sie auch noch, und das ist eine tolle Sache, und so ist das Erwachsenen. Und wir haben halt einfach versucht, das im Unterricht dann stärker zu verzahnen, weil wir haben insgesamt 20 Schüler, die das machen, und die müssen ja auch so ein bisschen gecoacht werden. Also meistens machen die, das meiste kriegen die selber raus, aber so ein paar Sachen muss man schon im Unterricht dann irgendwie integrieren, dass das läuft. Ne? Und das ist ein sehr gutes Projekt. Und jetzt ein Satz noch, an der Schule selber machen wir nächste Woche für die Lehrer eine Veranstaltung, die nennt sich LernLab. Das erste LernLab gab es hier in Berlin, eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr. Da war ich selber als Experte eingeladen an der Schule. Und wir machen das Gleiche jetzt nächsten Freitag an meiner Schule für die Lehrer, damit die Lehrer also selber im Unterricht erfahren können, was sie denn mit digitalen Medien tun können. Und dann kommen also auch ungefähr 15 Experten von extern und übernehmen dann den Unterricht und zeigen, die Lehrer können sich das dann anschauen und dabei hoffentlich viele Sachen mitnehmen. Vielen, vielen Dank für den Überblick. Jetzt haben wir ja die zwei Experten hier vor Ort. Ihr habt ja mit Herrn Spang im Unterricht einen kleinen Roboter programmiert und habt euch damit ja erstmal sozusagen erste Erfahrungen mit dem Programmieren schon gesammelt. Könnt ihr uns davon, von diesem Projekt mal berichten, und könnt ihr vielleicht auch was Praktisches zeigen? Also einfach, das ist für alle, die jetzt gerade nur im Netz dabei sind, das ist nur unsere Bar. Wir sind nämlich hier netterweise auch mit Getränken und Snacks versorgt. Aber dass ihr vielleicht so ein bisschen berichtet, was war so die Idee hinter dem Projekt, wie ist das abgelaufen, und gerne auch was Praktisches. Genau, also als Praktisches haben wir sozusagen, der Herr Spang hat ein kleines Video davon zusammengestellt, dass man so einen kleinen Überblick davon bekommt. Also es war nicht schwer, das zu machen, aber dann doch relativ komplex. Und was habt ihr da gemacht konkret? Also wir hatten ein Programm, das vom MIT entwickelt wurde, und dann haben wir sozusagen mit diesem Programm gearbeitet, und dann hat man sozusagen den Roboter angeschlossen und dann konnte man dem Befehle geben, und diese hat er dann ausgeführt, und ja, das war sozusagen das, was wir gemacht haben jetzt so im Groben. Dann gucken wir uns vielleicht das Video einmal an und können ja danach nochmal, da könnt ihr ein bisschen nochmal berichten. Vielleicht für alle im Raum müsste man jetzt einmal aufstehen. Wir zeigen das hier hinten an dem großen Fernseher einmal. Ist auch nur kurz. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen kommentieren. Genau. Ja, also der Roboter hat halt so Lichtsensoren. Das ist einer seiner Aufgaben. Und wenn ein Objekt vor ihm ist, kann man es dann so programmieren, dass er ausweicht und dann weiter links fährt, wie so ein Auto, wenn es einparkt oder so. Und das musste man halt alles programmieren, oder jetzt am Ende, das war jetzt ja noch kurz, man kann ihm der hat halt so Töne, und wenn man die Sequenzen im Internet sucht, dann kann man das eingeben, so dass er jetzt, das war welches Lied war das? Andy Vedder von The Teen Spirit. Genau. Ja, das kennen viele, und dann hat man das so eingegeben und das habe ich noch nicht verstanden mit dem Lied. Genau. Also der Roboter kann Töne von sich geben und man sucht dann im Internet nach einem bestimmten Lied, und dafür gibt es dann auch Sequenzen. Und was war da noch? Sequenzen und... Genau, also dann sozusagen die Noten, die konnte man dann in bestimmte Sequenzen überschreiben, dass er dann halt sozusagen diese Tonhöhe erreicht. Und die haben wir dann eingegeben, und dann haben wir halt Melodien erstellt, und dann konnte er die halt abspielen. Also auch wenn das schwer erkennbar ist, aber das sollte eigentlich so ein Anfang von einem Lied sein. Das ist halt eine ganz andere Tonlage, aber ja. Das war so. Also ich glaube, viele hier im Raum, mich eingeschlossen, können nicht programmieren. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie konntet ihr dann eigentlich innerhalb sehr kurzer Zeit diesem Roboter diese Befehle beibringen? Also wir haben erstmal uns selber damit beschäftigt, uns das angeguckt, versucht, das meiste selber zu verstehen. Und dann waren da viele Begriffe, die wir gar nicht wussten, wie wir das machen sollen. Und dann haben wir uns YouTube-Tutorials angeguckt. Und daraufhin haben wir dann, weil da andere Leute das dann da erklärt haben, dann gesehen, wie das zum Beispiel mit diesen Lichtsensoren und so geht. Und genau so kam das dann, dass wir immer mehr versucht haben und das mehr verstanden haben. Ja, vieles geht da auch übers Ausprobieren. Also das, wie man das da zum Beispiel sieht, das ist halt dieses Programm, das wir da hatten. Und das ist nicht so
dieses klassische Programmieren, wie man das, wie ich mir das halt vorher auch vorgestellt hatte, mit diesem Code schreiben oder so. Keine 1 und 0. Genau. Und da war halt auch viel, dass man dann einfach sozusagen mit Wörtern das verstanden hat direkt. Also wenn man dann sagt, er kann geradeaus fahren und man dann sozusagen das einstellt, dass er dann geradeaus fährt oder dann halt auf sozusagen die Tonebene geht oder Steuerung oder Licht. Das war halt schon alles sozusagen sehr vereinfacht für uns. Deswegen war das eigentlich, nachdem man sich ein bisschen zurechtgefunden hat und einfach mal ausprobiert hat, ohne dass man da groß was nachgelesen hat oder so, dann ging das eigentlich ganz gut. Was war so das Schwierigste dabei, wenn man jetzt... Ist ja schon ein ganz neuer Bereich, den ihr euch da erschlossen habt. Was waren so die Hürden? Ich glaube, der Anfang. Ja, genau. Also der Anfang, da überhaupt erstmal sich reinzufinden und überhaupt zu verstehen, okay, was wollen wir überhaupt, dass der macht? Also da musste man sich halt dann wirklich dieses Ziel überlegen und dann erstmal halt mit dem Programm zurechtzufinden und dann auf diese digitale Ebene zu kommen halt, dann, dass man sich halt überlegt, okay, das ist halt so ein kleiner Roboter da. Und dann, ja. Und was hat dich am meisten begeistert? Wenn es funktioniert hat? Oder? Ja, der Erfolg. Genau. Also, dass man dann so ein Lied machen konnte oder als wir dann das... mit den Sensoren rausgefunden haben, waren wir erst ziemlich... Genau. Oder der Reinste, ja, ich weiß so den Moment noch, ja, wir saßen dann im Raum. Und dann der hat nämlich so Augen und wenn man dann mit einem Blitz reingeht, also mit ganz hellem Licht, dann bewegt er sich zum Beispiel in diese Richtung. Und bis man das erstmal rausgefunden hat, und dann war das halt schon komplexer, dass man das dann so eingestellt hat oder wenn er dann dieses Licht bekommen hat, auf einmal so bestimmte andere Farben von sich, also so zeigt, dann war es dann so, ah, okay, das ist ja echt cool. Also durchaus erstmal eine spielerische Herangehensweise. Ja. Herr Spang, jetzt haben Sie das aber ja, oder André, jetzt hast du das ja wahrscheinlich nicht ohne Grund gemacht, sondern du hast ja als Lehrer mit Sicherheit da ein Lernziel verfolgt. Warum hast du das in den Musikunterricht integriert? Was wolltest du bezwecken? Ja, ich wollte gerade noch sagen, was war das Schwierigste? War wahrscheinlich einen Account erstellen, weil wenn man dazu eine E-Mail-Adresse braucht und die hat man ja heutzutage gar nicht mehr. Ne? Das war auch schwierig, ne? Ich erinnere mich noch. Gut, aber nochmal ernsthaft, Lernziel im Lehrplan. Würde man jetzt erstmal denken, wo passt das jetzt in den Musikunterricht? Ne? Und dann gibt es ein Lernziel, die muss ich mir dann natürlich suchen, klar. Gibt es aber ein schönes, das heißt neue Klang- und Ausdrucksmöglichkeiten. Und da geht es eigentlich eher um neue Musik des 20. Jahrhunderts, aber es wird auch weiter aufgestellt. Und wir haben gerade uns mit Songwriting beschäftigt und auch Sequenzen erstellt. Und dann kam dieser Roboter daher und dann dachte ich, das ist ja, die beiden waren, glaube ich, auch schon mit ihrem Thema ein bisschen durch. Und dann habe ich gesagt, probiert doch mal aus, ob ihr das Ding hier dazu bringt, dass es Musik macht. Und dann haben die halt eine halbe Stunde Zeit gehabt. Und ich glaube, es war auch noch einer eine im halbe Stunde, Kurs. Habt ihr eine halbe Stunde? Ja, es war einer im Kurs. Genau. Der hat euch auch noch irgendwie geholfen. Ein bisschen und so kamen, dann hatten die ihr erstes Erfolgserlebnis und dann sind wir da dran geblieben. Und, ich dachte, das ist so ein Wochenprojekt, aber... Nee, ich glaube, wenn man einmal weiß, wie es läuft, dann geht das sogar recht schnell. Also man kann dann halt immer weiter ausprobieren, aber wenn man halt einmal sich diese halbe Stunde nimmt und sich wirklich damit auseinandersetzt, dann hat man es eigentlich. Also wenn einmal diese Ebene da ist, dass man sich da zurechtfindet, dann geht das echt easy. Also das ist ganz leicht eigentlich, also wirklich. Als nächstes wollen wir jetzt einen vierstimmigen Chor machen. Ich glaube, ihr durftet das Projekt, ich habe das auf Twitter gelesen, ihr durftet das Projekt auch einer durchaus höherrangigen Person schon vorstellen. Ja, genau. Wer war das? Es gab in der Stadtbibliothek ein Maker Day, hieß der. Und da haben wir den Roboter vorgestellt und dann kam Martin Schulz und hat sich das angeguckt und sich auch tatsächlich sehr dafür interessiert. Und dann haben wir uns mit ihm unterhalten und über andere Dinge, die wir da auch noch, also die Workshops, die wir gegeben haben, darüber noch geredet. Und also seid ihr durchaus auch Botschafter, das Ganze auf die europäische Ebene zu bringen. Das finde ich sehr spannend, sehr gut. Ja. Jetzt habt ihr erste Erfahrungen in dem Projekt gesammelt. Ja. Und Herr Spang hat vorhin ja schon erwähnt, dass ihr seitens eurer Schule auch KAS, also Kaiserin Augusta Schule, Junior Expert seid. Genau. Das ist ja auch ein ganz spannendes Projekt. Vielleicht berichtet ihr da so ein bisschen. Ihr seid, glaube ich, eine von 20 Experten. Genau. Also, was macht ihr da? Was ist die Idee? Berichtet mal so ein bisschen aus der Praxis. Also es ging halt darum, dass wir Workshops machen in der Stadtbibliothek, wo sich jeder anmelden konnte für verschiedene Themen. Und wir hatten jetzt Themen Instagram, Vine, Twitter und 123D Creator mit dem 3D-Drucker. Also Instagram kenne ich noch, Vine kenne ich auch noch.
Was war das dritte? Twitter. Twitter kenne ich auch, aber das vierte kannte ich nicht. Genau, also ist so eine App, womit man, die Stadtbibliothek hat ja einen 3D-Drucker und man kann dann auf dem iPad oder Tablet so 3D-Figuren kreieren, also man muss da so ziehen und so. Und daraufhin haben wir die dann, also hat der 3D-Drucker die dann ausgedruckt für die Workshop-Mitglieder, dass die ihr eigenes Teil kreiert haben und das dann, genau, so sieht das aus, so macht man das. Mhm. Ja, da kannst du 3D-Figuren machen und kannst sie farbig machen. Zeig die mal in die Runde, dass alle die einmal sehen. Kann man das sehen? Kann man dann sogar ausdrucken, hier fürs Fernsehen. Ja, also das war halt so, dass wir halt erstmal die herangeführt haben, überhaupt zum Beispiel, da werden halt diese englischen Begriffe wie Scratch oder sowas halt benutzt, dass die überhaupt sowas verstehen, wie man auf dem iPad zieht oder dass man sogar zwei Finger benutzen kann. Oder wer, so. Wer ist die? Also wer kommt dahin und wem bringt ihr sozusagen eure Erfahrung, euer Wissen, an wen gebt ihr das weiter? Genau, und sozusagen so die Generation über uns, also an die Erwachsenen bis sogar Älteren, also da waren 40 bis 80-Jährige halt. Okay. Das fanden wir auch am interessantesten, dass da so verschiedene Leute kamen und die, also was wir wirklich am interessantesten fanden, wir für uns sind sowas wie Folgen oder Hashtag oder so, sind halt für uns Begriffe, die wir jeden Tag benutzen und das haben wir ja nie gelernt oder so, sondern das gehört irgendwie dazu und die kannten das nicht, was jetzt heißt, das heißt Folgen oder Liken oder so und dass man sowas erst erklären musste. Und ja, das war. Ja, da war ja diese Wechselwirkung zwischen Lehrer und Schüler dann. Also wir waren auf einmal dann die Lehrer und die anderen die Schüler und man geht von einer ganz anderen Seite auf einmal ran. Also wir so haben uns mit dem Internet eher halt immer praktisch beschäftigt. Wir haben uns nie wirklich angeguckt, was ist das Internet, was ist Twitter. Also wir haben einfach immer ausprobiert und da dann wirklich mal so auf diese theoretische Ebene zu kommen und dann das praktisch zu vermitteln, das war wirklich sehr interessant, vor allem weil die anderen, also man geht dann doch relativ einseitig auf einmal wieder an die Sache ran und dann kamen ganz viele neue Einwürfe und Ideen und Fragen, wo wir wirklich sehr überrascht waren, wie die das auffassen, also ganz anders als wir und das war wirklich interessant. Also würdet ihr sagen, durchaus sozusagen ein Gewinn für beide Seiten, weil ihr ganz viel gelernt habt und die anderen auch. Also ein Modell, was eigentlich Schule machen sollte und was man übertragen sollte, so ein generationsübergreifendes Modell? Ja, ich glaube, das sollte man auf jeden Fall fortsetzen, also so eine Win-Win-Situation, also auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für den Überblick. Wir haben jetzt, wir sind ein bisschen schneller, André, wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich einfach mal fragen, ob es in der Runde hier Fragen gibt an die zwei Schülerinnen oder auch an Herrn Spang, ob irgendjemand noch eine Idee hat, noch eine Frage hat. Ich habe eine Frage. Ich würde mich mal dafür interessieren, gibt es Zahlen darüber, wie viele Lehrer über mir Erfahrung haben? Zu spät. André, hast du da vielleicht Zahlen? Wie viel, die Frage ist, wie viel, ob es Zahlen dazu gibt, wie viele Lehrer Programmiererfahrung haben. Hast du Fortbildungsangebote nutzen können? Oder ist es was, wo du sagst, ich bin halt engagierter Lehrer? Ich mache das. Also ich habe es eigentlich so gemacht wie die. Also ich habe einfach geguckt und selber. Weil ich meine, wenn ich mir die Fortbildungsangebote angucke und denke jetzt, ich brauche irgendwie eine Fortbildung, für, wo es um Web 2.0 geht, dann geht es tatsächlich meistens um Prävention. Und das hilft mir jetzt auf den ersten Blick nicht weiter, wenn ich irgendwelche Tools anwenden will. Und also ich, eine konkrete Zahl habe ich nicht, müsste ich googeln. Ich könnte mir vorstellen, dass es recht wenig sind. Ne? Also ich zum Beispiel war ja auch in meiner Schulzeit in der Mist, da gab es auch Informatik in dieser misslichen Lage, dass ich es nicht gewählt habe. Ne? Und ärgere mich eigentlich auch heute drüber, weil ich überhaupt gar keine Ahnung. Warum hast du es nicht gewählt? Ich bin Musiker, ich habe gedacht, nee, das ist so ein Technikkram, das interessiert mich nicht, ich will lieber Klavier üben. Und aber gut, das ist ja auch schon länger her, da war das irgendwie nicht so dringlich. Heute würde ich das auf jeden Fall wählen. Na, aber es gibt halt viele Schüler, die wählen es nicht. Die denken dann, zum Beispiel mein eigener Sohn, der hat auch gesagt, nee, das ist nur Mathematik oder so. Das ist ja oft auch so. Aber ein anderes Problem zum Beispiel an unserer Schule ist auch, dass wir zu wenig Fachkräfte dafür zum Beispiel haben. Also viel mehr von uns wollten das auch eigentlich tatsächlich wählen, sind aber gar nicht in den Kurs gekommen oder bei uns ist auch nicht möglich, das als LK zu nehmen. Als und, Leistungskurs? Genau. Und zum Beispiel die Lehre, also Herr Spang ist wirklich so digital sehr offen, also wir machen halt viel so mit iPads, Handy und so im Unterricht, aber andere sind da teilweise halt auch wirklich, wirklich gegen. Oder wenn man einmal nur das Handy rausholt, um auf die Uhr zu gucken oder so, dann, Wie würdet ihr euch denn den Unterricht
vor? Also wie würdet ihr euch den wünschen? Also ich finde, wenn die Lehrer sagen, Handy auf gar keinen Fall, ist sowieso nicht so sinnvoll, weil die Schüler ihr Handy sowieso haben und das sich damit nicht sagen. Also zumindest in unserem Alter, also die 5- und 6-Lässer, das ist nochmal was anderes. Aber trotzdem, ich finde schon, dass man sagen könnte, dass es, wenn man das braucht, zum Beispiel auch so Duden benutzen oder so, haben wir gestern auch drüber geredet, dass es einfach so, bis man da ein Wort gefunden hat oder in der Klausur oder so, das nimmt die Hälfte der Zeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Französisch-Klausur oder sowas hat und die Hälfte des Textes nicht steht, das hatte ich auch schon ein paar Mal, dann braucht man wirklich erstmal eine Stunde, um die ganzen Textwörter zu übersetzen und dass man da irgendwie sowas zum Beispiel jetzt da. Online-Wörterbuch. Ja. Und dann weil auch teilweise manchmal gar keine Duden in den Räumen vorhanden sind. Oder auch, ja, sowas alles. Das also, kommt an unserer Schule allerdings nicht vor. Ja, oder dass halt zum Beispiel man einfach so ein Medienbewusstsein bekommt, dass es einfach so abwechslungsreich auch ist. Also ich denke, da würden die Schüler auf jeden Fall von profitieren und auch der Lehrer, dass es einfach ein bisschen aufregender gestalteter Unterricht ist. Mhm. Haben wir noch weitere Fragen? Hier hinten haben wir noch eine. Kommen Sie gerne auch einen nach vorne. Ich habe drei Fragen an die Schülerin. Ganz einfach, könnte auch nicht gleich sagen. Die erste Frage, habt ihr Noten bekommen oder wurde in irgendeiner Form bewertet, was ihr beim Programmieren gemacht habt? Nein, das haben wir komplett freiwillig gemacht. Das ist eigentlich schrecklich. Zweite Frage, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken. Hättet ihr Lust, Kindern das beizubringen, wenn sie früher anfangen? Ihr habt ja relativ spät angefangen und könnt euch vorstellen, wie man das machen könnte. Ja, also wir haben jetzt auch von der Stadtbibliothek die Anfrage dazu bekommen. Da wird es jetzt im nächsten Jahr so Workshops für Kinder geben. Genau diese Workshops, die wir jetzt auch gegeben haben, haben die uns auch gefragt, ob wir das machen würden. Und das fanden wir eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ist ja auch von denen freiwillig kommt das dann. Die werden ja nicht gezwungen, das zu machen und deswegen eigentlich schon. Genau, am Maker Day, als wir da auch da waren, als wir dann den Finch-Roboter vorgestellt haben, war das auch so, dass halt alle, die in der Stadtbibliothek waren, die konnten sich das angucken, denen haben wir das gezeigt und da waren wirklich viele Kinder, die auch interessiert waren, einfach weil die so fasziniert davon waren, dass so ein Roboter, dass der das kann. Und Herr Spang hat auch mit 6-Klässlern, glaube ich, einmal mit dem Finch-Roboter gearbeitet und die haben auch super Ergebnisse, also dann präsentiert. Also die haben einfach ausprobiert auch und ich würde auf keinen Fall sagen, dass die da irgendwie nicht qualifiziert oder so zu werden. Dritte Frage ist eigentlich so ein Jungsding, ne? Es fehlen da zwei Mädchen, die ich taktisch gut ausgesucht. Die haben das gemacht. Das haben eigentlich die Jungs gemacht, ihr dürft jetzt darstellen, weil das schön aussieht. Also wie war das zwischen den Jungs und den Mädchen? Also bei uns jetzt, bei uns im Musikkurs war es eigentlich so, dass Herr Spang hat gefragt, ob das irgendwer machen will und wir waren eigentlich die Einzigen, die sich dafür gemeldet hatten, obwohl wir, ich meine, wir sind mehr Jungs als Mädchen und auch Jungs, die sich dafür interessieren eigentlich, aber es hat sich dafür keiner interessiert und dann haben das halt genau, Mimi und ich, wir sind ja eh dann immer so, dass wir dann halt darauf dann eingegangen sind, auch wegen den Junior Experts und das war auch so, dass zum Beispiel diese 6-Klässler, mit denen Herr Spang gearbeitet hat, die haben auch ganz andere so Schwerpunkte gesetzt zum Beispiel. Also das ist uns auch dann so aufgefallen, als Herr Spang berichtet hat, wie die Jungs dann vorgegangen sind, dass sie dann einmal was ausprobiert haben und was machen wollten, dann fertig. Und Mimi und ich haben dann noch geguckt, auch die Farbe, die kann man ja noch dazu ändern oder kann ja noch einen Ton dazu abgeben. Und das ist aber schon unterschiedlich, wie auf jeden Fall Jungs und Mädchen da rangehen. Deswegen wäre es auch, glaube ich, sehr interessant, wenn man halt so eine Zusammenarbeit findet oder so auf jeden Fall halt mal so ein bisschen auch auf die Unterschiede guckt, welche Schwerpunkte bei wem gesetzt werden oder ob das jetzt einfach nur so ein Ausnahmebeispiel war. Hm. Willst du auf die Noten einmal eingehen? Kann ich gerne machen. Also Sie haben ja gefragt, ob es Noten darauf gegeben hat, jetzt in meinem Fach oder weil die haben es ja in meinem Fach gemacht, Informatik haben sie ja nicht. Und natürlich bekommen sie Noten. Sie haben jetzt ein Fach Musik in der Oberstufe mündlich. Die bekommen von mir auch Projekte bzw. mündliche Noten im Quartal. Und solche Sachen fließen da ein. Davon abgesehen, muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt wieder an dem Punkt, wo ich eigentlich auch da sagen würde, Noten passt auch eigentlich nicht mehr so ganz zusammen, denn es geht tatsächlich hier um Kompetenzen. Und wenn ich da jetzt eine 1 oder eine 1 minus oder 2 plus gebe, was nützt das dann wirklich? Sie kriegen von unserer Schule, kriegen sie für dieses Maker-Projekt
für die Cast Junior Experts, kriegen sie dann tatsächlich auch eine Bestätigung für ihr Portfolio. Und das finde ich viel wichtiger, wenn sie dann später ins Berufsleben gehen, dass man sieht, dass sie sich da engagiert haben, sozial engagiert und eben mit Sachen umgegangen sind, die sie überhaupt nicht kannten oder die gar nicht zu ihnen passten und sich da hervorgetan haben. Finde ich auch viel spannender. Aber auch da muss ich natürlich Noten geben. Und natürlich kriegen die da, die Note kann man sich schon ausrechnen, wo sie jetzt in ihren Ferien noch nach Berlin reisen und eine Weltreise dafür abgesagt haben. Vielleicht eine letzte Frage noch, Nele. Ich habe nur zu der Software, zum Roboter gehört. Habt ihr dann quasi schon irgendein Programm, wo ihr dann wusstet, okay, so heißt ein Befehl gehen oder müsst ihr alles zusammen irgendwie? Genau, also es war jetzt nicht so, dass wir Codes geschrieben haben. Wir hatten dieses Programm, was man vielleicht jetzt noch ein bisschen im Hintergrund sieht, dass man schon mal so Einzelteile hatte und dann konnte man dann halt das sozusagen in verschiedene Bereiche abgegrenzt, die Steuerung, Töne, Licht und so. Und dann musste man natürlich halt noch mal individuell drauf eingehen und sozusagen bei den Sequenzen bestimmte Zahlen eingeben oder auch beim gerade auslaufen oder nach rechts und links. Musste man schon dann so ein bisschen langsam das Know-how gewinnen, aber es war jetzt auf keinen Fall so, dass das irgendeine Heldentat oder so ist. Also wenn man sich damit beschäftigt, dann ist das auf jeden Fall für jeden mitmachbar. Hättet ihr Lust, nochmal an die Kurse dahinter stecken, irgendwie? Ich würde jetzt nicht Nein sagen. Also, das finde ich eigentlich auch das Wichtige, ne? Also weil das ist so mein Hintergedanke. Wenn ich jetzt ankomme und sage, ihr müsst jetzt einen Java-Code da eintippen oder HTML, das wird schief gehen, aber so kriegen die da mit, ach ja, da kann ich was machen und dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, wo sie sagen, jetzt bräuchte ich aber die Funktion. Die gibt es in dem Baukastensystem dann aber nicht und dann gucken sie sich den Code an und sehen dann auch im Zusammenhang, zum Beispiel habe ich Wiki-Schreiben so gelernt, ich habe mir einfach den Wiki-Code immer angeguckt und habe kopiert und reingepastet und jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Und das ist ja eigentlich der Weg, den es erstmal gehen sollte. Da muss man ja in der Schule auch irgendwo sehen, wo man ist, ne, und wo man hin kann. Vor allem, weil am Anfang waren wir auch nicht wirklich in Informatik interessiert. Also es war ja wirklich jetzt erstmal so, dass wir so eine Basis halt bekommen haben. Und das jetzt noch zu vertiefen, dass man halt erstmal das Interesse geweckt hat. Ich glaube, mit Codes, wenn Herr Spang jetzt wirklich damit angekommen wäre, dann wären wir auch erstmal ein bisschen abgeschreckt. Das kommt jetzt. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick in die Praxis und in den der fachliche Impuls deinerseits. Wir sind ja heute zusammengekommen, weil wir eine Kombination haben, zum einen aus diesem Vor-Ort-Event und dann wollen wir jetzt ja um 20 Uhr noch mit dem Twitter-Chat loslegen zum Thema Coding muss Deutschland programmieren lernen, wo Sie auch alle herzlich eingeladen sind, mit zu twittern um 20 Uhr. André Spang und ich und der Thorsten Labig, wo sitzt der aktuell? Der sitzt in Frankfurt. Der in Frankfurt sitzt. Wir werden den virtuell nachher moderieren. André, vielleicht kannst du nochmal für die im Raum, die den @chat.de und als Twitter-Chat noch nicht kennen, mal kurz skizzieren, wie funktioniert das jetzt gleich um 20 Uhr? Wie kann man mitmachen? Was ist eigentlich die Idee? Genau. Es wird ziemlich komisch aussehen, weil wir dann alle tippen, ne? Und dann an der Wand da hinten, wir ziehen ja gleich um, sieht man dann die Tweets, die dann da entlang fließen. Es sind recht viele, das geht recht flott. Was ist ein Twitter-Chat? Also das ist einfach ein Gespräch unter ganz vielen Leuten und das ist mit einem Hashtag versehen, das heißt, da wird es eingeordnet. Der Hashtag ist @chat.de. Das ist wie eine Suche sozusagen. Und mein Kollege, der Thorsten Labig aus Frankfurt, der auch Lehrer ist, und ich, wir haben überlegt, so einen Chat für Lehrer ins Leben zu rufen, vor einem guten Jahr. Also heute haben wir die Nummer 53. Ihr macht das wöchentlich, ne? Genau, wir machen das wöchentlich aus Lust und Laune, weil Lehrer ja nichts zu tun haben. In eurer Freizeit. Genau. Moderieren wir jeden Dienstag diesen Chat um 8 bis 9, also abends 8 bis 9. Und die Idee kommt aus USA, da gibt es den @chat schon lange. Und wir haben da teilgenommen. Allerdings ist der aufgrund der Zeitverschiebung zu einer nachtschlafenden Zeit. Und das war für uns als Lehrer dann nicht so gut, weil wir mittwochs morgens dann, wenn wir noch ein bisschen müde waren im Unterricht, da haben wir überlegt, eigentlich gibt es ja auch auf Deutschland schon einige Lehrer auf Twitter und wir machen quasi die deutsche Variante, deswegen das DE hinten dran.
Ich persönlich kenne die eine der Gründerinnen des EdChats aus USA ganz gut und habe ab und zu Webinare gemacht mit ihr zusammen und habe sie gefragt, ob wir das kopieren können. Und sie hat gesagt, sure, just use it. Und dann waren wir im Spiel und haben den ersten EdChat gemacht und der war gigantisch. Also die Lehrer haben so gesagt, ja, hurra, hier ist unser Format. Das hätten wir selber nicht gedacht. Und an dem ersten Abend sind wir irgendwie 1000 Tweets dann durch die Timeline gegangen und wir haben gar keinen Überblick mehr gehabt. Und ja, dann haben wir das weiter betrieben. Das Thema wird immer gewählt. Das heißt also, wir geben am Ende des Chats eine Frage, bitte Themenvorschläge machen. Und dann werden 10 Themen vorgeschlagen ungefähr und wir wählen davon 5 aus und über die kann die Community dann abstimmen bis zum nächsten Montag. Dann steht das Thema mit den meisten Stimmen fest und dazu entwickeln wir dann 7 bis 8 Fragen, die wir dann im 10-Minuten-Takt twittern. Jetzt heute Abend haben wir ein Special, weil wir ein Thema vorgegeben haben. Das machen wir ab und zu mal. Jetzt haben wir die Coding Week und außerdem ist in diesem Monat der Connected Educator Month in USA, also weltweit. Und deswegen machen wir einen ganzen Monat ein Special mit 4 fest vorgegebenen Themen. Und danach ist es dann wieder offen. Dann, also immer mal so ein Break machen wir mal rein. Genau. Wie nimmt man teil? Man braucht einen Twitter-Account. Ansonsten kann man natürlich mitlesen unter dem Hashtag. Das kann man auch mal machen. Aber mit einem Twitter-Account kann man halt auch auf die Fragen antworten. Da muss man gucken, dass man den Hashtag @chat.de in seinen Tweet reinschreibt, sonst kommt man nicht in den Stream. Und dass man auf die Frage halt antwortet, das heißt, die Fragen sind durchnummeriert. Ne? Es gibt immer F1, ist die erste Frage, bis F8. Und wenn man auf die Frage antworten will, dann schreibt man für die Antwort halt A1 bis A8. Damit man weiß, ah ja, der hat jetzt auf die Frage geantwortet. Und dann seinen Tweet und den Hashtag. Mehr ist es nicht, ne? Ganz einfach eigentlich. Gut. Dann würde ich nämlich auch vorschlagen, dass wir zwei uns schon mal vorbereiten. Wir sind für den Twitter-Chat nachher hier hinten in dem 360-Grad in der Präsentationsfläche. Alle können sehr gerne mit twittern, selbstverständlich. Wir haben auch hier vorne, wenn wir gleich nochmal eine Twitter-Wall aufbauen, auf den verschiedenen Geräten laufen auch Twitter-Walls. Wenn jemand kein Gerät dabei hat, gerne einfach eins, die hier rumstehen, verwenden. Und ansonsten ganz herzlichen Dank, André. Und ganz herzlichen Dank, Mimi und Laura. Und ganz herzlichen Dank an alle. Und dann können wir natürlich die ganze Zeit weiter diskutieren, also gerade auch während des Chats, glaube ich. Nutzen Sie die Zeit, sich auszutauschen und zu diskutieren. Herzlichen Dank. Genau, den Livestream, den werden wir jetzt abschalten, ja. Also den Chat kann man ja im Netz verfolgen und wir haben jetzt über Google übertragen und nachher machen wir das über Twitter. Gut.